Neben ihnen gab es ja auch andere große Szenegrößen, die ein ähnliches Konzept verfolgt haben. Ich denke jetzt an Johannes Rottmeier mit Konrad Zohm, an den leider viel zu früh verstorbenen Klaus Feuerstein. Ja. Wie war denn da der Austausch untereinander? Da gibt es, glaube ich, auch ganz schöne Geschichten. Ja, da bin ich ein super Austausch gehört. Der Hannes war ein super Typ. Und ich kann mich erinnern, einmal ist er bei mir auf, da denke ich, was kommt da, wenn man Motorrad her nicht umguckt, nachts um zwei mit Strohhut, ist der Hannes einfach angefahren ins Vakanz, oder? Und ja, getrunken viel, bezahlt nie, ist eh klar. Ich habe es wieder gegengerechnet, hätte es natürlich auch können, wenn ich bei ihm war. Also es war immer eine tolle Geschichte. Klaus sowieso, Klaus hat immer als hervorragend formuliert, immer auf den Punkt gebracht. Es war eine tolle Zeit, wirklich viel zu früh gegangen. Ich hätte mich mit dem gerne jetzt noch gemütlich ausgetauscht. Tomaselli war auch an der Notausgang. Jetzt ist er clean verändert, aber trotzdem, es waren schöne Zeiten. Und das war das Dreigestirn da zumal. Notausgangskala und Vakanz, oder?